Hallöchen. Ich muss erst mal gucken, ob ich mit aufgenommen werde. Ja, ich werde mit aufgenommen. Gut. Jetzt geht mal wieder weg, Bild. Machen wir hier gerade noch die Minecraft-Playlist an. Oh. So, schon besser. Also, ich darf euch hier herzlich willkommen heißen zu lauter Musik. Die Leistung des Computers ist eingeschränkt. Fick dich. Dreh mal die Musik mal ein bisschen leiser. Ja, wunderschön. Also, ich darf euch hier herzlich willkommen heißen zu einem kleinen GIMP-Tutorial. Ja, ich mache jetzt Tutorials. Nämlich, wie erstelle ich ein Thumbnail? Ich habe mir hier extra für COD schon so eine Vorlage gemacht. Das sieht dann im Endeffekt dann am Ende so aus. Aber wir machen das jetzt mal ganz von vorne. Nämlich fangen wir an mit... Ja. Brauchen wir erstmal die Abmessung. Die haben wir hier. Jetzt Ebene löschen. Jetzt haben wir hier ein weißes Bild. Weiß ist aber doof, weil... weiß. Transparenz ist doof. Weil... Ja. Transparenz doof ist. Machen wir mal eine neue Ebene. Ich kenne mich da ja alles gar nicht so aus. Eigentlich schon. So ein bisschen. Ich kann auf jeden Fall erklären, was ich hier mache. Nämlich suche ich mir jetzt... Sag mal. Darf ich jetzt mal bitte hier... Dahin? Danke. Wir machen heute ein... Thumbnail für Far Cry. Und dafür brauchen wir das Logo. Und zwar normalerweise ist das das Logo. Aber ich habe das so eingestellt, dass ich das Logo so nehme. Und wie ich das mache, erkläre ich euch jetzt auch. Nämlich machen wir jetzt hier öffnen. Desktop. Videos. Far Cry. Thumbnail. Logo Original. Da ist es. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen größer, hier die Ebene ein bisschen größer. Und zwar etwa auf, bevor wir irgendwas ändern, müssen wir hier abbrechen, kurz mal abbrechen hier. Also Ebene größer, hier das Ding da aktivieren, ich weiß gerade nicht, was das ist, aber auf jeden Fall hält das zusammen, dass die hier gleich groß sind. Jetzt sagen wir mal noch ein bisschen größer und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Das war jetzt Fail. Das war jetzt richtig Fail. Also Bild. Leinwandgröße hier, das war's. Jetzt wieder zusammenhacken. Gleich auf 600 stellen. So. Jetzt. Weiß gar nicht, warum meine Maus so flimmert manchmal. Flimmern den Scheiß mal ziemlich mittig. So. Da. Jetzt gehen wir hier auf. Ebene auf Bildgröße. Und jetzt sagen wir gleich mal hier Alpha als Logo. Und zwar Alien Glow. Eigentlich in ein Fenster kommen. Ah, hier. Da. 150 ist ein bisschen viel. Machen wir 50. Und los. Und ja. Löschen wir noch den Background. Und schon haben wir unser Logo in schwarz mit grünem Hintergrund. Also mit grünem Rumgeleuchte. Und das ist genau das hier. Ja. Damit ist jetzt der erste Schritt schon erklärt. Und jetzt schmeißen wir den Scheiß hier rein. So. Dieses Logo würde ich gerne... direkt mal oben ins Eck packen. Damit das aus dem Weg ist. Ja. Da bleibt es jetzt auch erstmal. Und jetzt kommt's Schwierige. Wir brauchen einen Screenshot, der die Folge erklärt. Ja. Und damit ich euch nicht spoilern, nehme ich Folge 2. Und mach mal den Ton ein bisschen aus. Und jetzt, weil Folge 2 ist ja schon draußen. Müsste schon draußen sein. Konnte ich jetzt nachgucken, aber egal. So, ja, Folge 2 ist draußen, das weiß ich auf jeden Fall. Wir machen es ein bisschen anders, als ich vorgemacht hatte. Wir nehmen jetzt dieses Bild, drücken Alt und S. Das ist so ein extra Programm von mir. Das kann ich euch verlinken, wenn ihr wollt. Das heißt... irgendwas mit Snapshot. Da. Das heißt, warte... MW-Snap. So heißt es. Jetzt nehmen wir den Screen 001 und hauen ihn uns hier rein. Ja, wunderschön. Der ist jetzt natürlich zu groß. Ah, stimmt, bei der Aufnahme muss ich ja so machen. Der ist jetzt zu groß. Und deswegen müssen wir den skalieren. Das heißt, wir machen ihn ein bisschen kleiner. Scheiße. Abbrechen. So, wir müssen ihn jetzt zusammendrücken und jetzt kleiner machen. Skalieren. Und wieder durch die Gegend schieben.
So passt doch ganz gut. Ach, da oben ist eine schwarze Fläche. Na, egal. Fakt ist, wir können das jetzt so verschieben und dann nehmen wir uns den Pinsel, machen das ein bisschen schwarz. Ich habe das anders gemacht hier in meinen Vorlagen hier. Seht ihr ja, dass das hier weiß ist, aber ich will das jetzt anders machen. Jetzt machen wir das schwarz. Nämlich machen wir jetzt mal da so. Außenrum mal ein bisschen schwarz. So. Ist doch wunderschön. Da geht einem richtig das Herz auf. So, jetzt müssen wir unsere Folgennummer. Also machen wir Folge Nummer 2. Machen den Scheiß mal auf 120 groß und nehmen als Schriftart mal gleich die Koalition. Schneller. 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 Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Bisschen noch. Koalition Medium. Genau. Und jetzt machen wir, schieben wir die dahin, wo wir sie haben wollen. Schade, dass wir die jetzt nicht sehen. Tun wir sie mal dahin. Weil da ist ja die Anzeige, wie lang das Video ist. Und jetzt sagen wir hier Ebene auf Bildgröße und sagen Filter, Alpha als Logo und glühend heiß. Schicken es ab und löschen den Background. Ebene löschen, genau. Jetzt haben wir schon mal die Folgennummer und den Folgen, den Spieltitel drin. Wir sehen, das ist hier ein bisschen doof, deswegen machen wir das jetzt noch ein bisschen anders. Nochmal STRG-Z. Hallo. Will das die Ebene wieder, das da ist? Na egal. So. Jetzt müsste es eigentlich so passen. Machen wir nochmal Filter, Alpha als Logo, glühend heiß. Okay. Background wieder löschen und jetzt sehen wir, es passt besser. Ja. Zwar nicht ganz mittig, aber das ist auch scheißegal. So. Jetzt haben wir noch einen Folgentitel. Den können wir bei Belieben reinklatschen. Mache ich auch. Ich habe es früher nie gemacht, jetzt mache ich es mal. Oh, leck mich doch, ey. Ich will Tennis-Tar. So, willst du mich eigentlich ärgern? Da, Dennis. Genau den will ich größer machen. So. Den schieben wir jetzt dahin. Als Folgentitel. Natürlich ein bisschen kleiner als die Nummer. Und jetzt machen wir hier noch ein bisschen Ebene auf Bildgröße. Jetzt sagen wir Filter, Alpha als Logo und jetzt nehmen wir mal glänzend. Wählen hier mal Gold aus. Komm schon. Wähl Gold aus! Ah, okay. Golden. Und Golden. Und okay. So, jetzt sehen wir, es ist ein bisschen komisch geworden, deswegen müssen wir jetzt das Gromy, glaube ich. Gromy war's. Ja, Gromy war's. Müssen wir löschen. Und jetzt machen wir den Dennis noch ein bisschen bunt. Farbe einfärben. Ich glaube, das passt ganz gut zu ihm. Bisschen satter und ein bisschen dunkler. Ja. Das ist jetzt der Folgentitel, weil der Typ da heißt Dennis. Also Folge 2 mit dem Titel Dennis. Ja, jetzt können wir noch unser eigenes Logo reinpacken, das bis jetzt noch das alte ist von mir, nämlich das da war's, glaube ich. Ja. Schmeißen wir es da auch noch mit rein. Bisschen skalieren. So etwa. Dieses abbrechen. Hier skalieren. Und so. Damit hätten wir eigentlich schon mal das Relevante fertig. Damit der ganze Scheiß jetzt auch noch schön wird, weil das muss er ja, sagen wir jetzt hier mal Ebene auf Bildgröße, damit wir nichts mehr verschieben können, weil das jetzt so bleibt. Und jetzt sagen wir hier Scripts Cross Processing. Das Ganze ein bisschen eigentlich doof aus. So wollte ich es gar nicht haben. Ich wollte es eher ein bisschen heller haben. Gut, dann sagen wir jetzt Filter. Wo war das? Was allgemein? Nee. Eigentlich was automatisch, aber ich finde es gerade nicht. Ja, ist ein bisschen gut.
Automatisch, glaube ich. Irgendwo stand was mit automatisch. Hoch, lass mich doch gerade hoch. Abbilden? Nö. Dekoration? Nö. Künstlerisch? Nö. Kombinieren? Nö. Allgemein auch nicht. Kanten finden nicht. Rauschen nicht. Licht und Schatten nicht. Verzerren nicht. Verbessern nicht. Weichzeichnen nicht. Alpha als Logo war es bestimmt auch nicht. Wie lange nehme ich schon auf? 10 Minuten. Das war ein bisschen hier so Scheiß machen. Farben. Irgendwo stand mal was mit. Ja, automatisch, sag ich doch. Farbverbesserung. Ja, geh weg. Schon viel besser hier. Gefällt auch viel, viel mehr. Und jetzt können wir natürlich noch ein bisschen rumspielen. Hier, wir haben ja noch ein paar Samples da. Bildbearbeitung, Sample. Jetzt nehmen wir mal mein Lieblingssample hier, das Glow Purple. Und schmeißen das mal tat runter. Jetzt würde ich hier gerne sagen, dass das ein bisschen transparent sein soll. Und da kann ich sagen, dass schwarz zu transparent sein soll. Ja, ist gelungen. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie ich sage, dass der Dennis ein bisschen transparent sein soll. Na egal. Lassen wir weg. Hör mal auf rumzuspielen. Unser Thumbnail ist fertig. Wir haben jetzt das Logo drin. Wir haben unser eigenes Logo drin. Wir haben die Folgennummer drin. Wir haben den Folgentitel drin. Wir haben ein Folgenbild drin. So mache ich ein Thumbnail. Ab jetzt. Vorher war es nie so. Jetzt, ab jetzt ist es so. Jetzt hat er noch das Farbschema geändert. Lass mich doch in Ruhe. Ja. Ab jetzt ist es so. Und das kann ich gleich mal speichern. Speichern unter... nicht COD, sondern unter Far Cry Thumbnail Vorlage. So. Speichern. Und fertig. Wer sich wundert, was für ein Bild das da im Hintergrund ist, der hat scheinbar mein Desktop erstellen verpasst. Weil das hier ist mein neuer Desktop. Habe ich mir selbst gemacht. Ja, aber jetzt genug angegeben. Jetzt wird hier auf Stop gedrückt. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.